Wieder geht ein Türchen in unserem Adventskalender auf. Herzlich willkommen zu Lesung und Musik mit dem Pfarrehepaar Düber aus Fernwald im Landkreis Gießen. Wolfhard und Heike Düber sind schon seit vielen Jahren mit uns eng verbunden und wir freuen uns sehr, dass sie sich auf den Weg nach Gnadenthal gemacht haben, damit Gnadenthal zu ihnen nach Hause kommen kann in dieser ungewöhnlichen Zeit. Wenn es draußen eng wird, dann muss es im Herzen weit werden. Und dazu sollen die Geschichten und Lieder beitragen. Machen Sie sich's gemütlich. Corona und Advent, Corona und Weihnachten, das will irgendwie nicht zusammenpassen. So wie Corona und Leben nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Denn in diese Zeit des Jahres gehört das Zusammenrücken der Menschen, gehören Geschichten, Gedichte, Lieder, gemeinsam vorgelesen und vorgetragen, gesungen oder gehört. So zwingt uns Corona, die alten Wege zu verlassen und neue zu beschreiten, so wie wir alle Jahre wieder alte Pfade verlassen und neue Wege beschreiten müssen, damit wir dem wunderbaren göttlichen Geheimnis Advent und Weihnachten näher kommen. Meine Frau und ich wollen über dieses für uns nicht unbedingt vertraute Medium neue Wege gehen. Wege zu Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, und Wege mit Ihnen durch diese Tage des Advent, Wege hin nach Weihnachten. Wir freuen uns, Ihnen auf diese Weise begegnen zu dürfen, in dem, was wir vorlesen und was wir singen werden. Und beginnen wollen wir diese gemeinsame Stunde mit dem Lied Advent. Mein Mann wird es uns gleich vorsingen. Den Text hat Regina Kilpinski-Magenfeld geschrieben. Sie lebt seit vielen Jahren auf Rügen. Dort hat sie auch die Wende erlebt. Und wenn in ihren Zeilen immer wieder die Kerzen besungen werden, dann will Regina damit zugleich an die vielen Lichterketten erinnern, ohne die diese friedliche Revolution vor 3 Jahrzehnten gar nicht denkbar gewesen wäre. Advent. Eine Zeit ist gekommen, die Sehnsucht nach Licht, alle Träume zerrinnen, wenn Hoffnung zerbricht. Wir entzünden 4 Kerzen im Dunkel der Nacht, zu erhellen die Wege der göttlichen Macht. Wir entzünden 4 Kerzen im Dunkel der Nacht, zu erhellen die Wege der göttlichen Macht. Eine Zeit ist gekommen, auch Hunger nach Brot, Lebensängste zu wenden, erfüllt dein Gebot. Wir entzünden 4 Kerzen im Dunkel der Nacht, zu erhellen die Wege der göttlichen Macht. Wir entzünden 4 Kerzen im Dunkel der Nacht, zu erhellen die Wege der göttlichen Macht. Deine Zeit ist gekommen, auch du bist ein Licht. Frieden bringe den Menschen, vergiss es nur nicht. Wir entzünden 4 Kerzen im Dunkel der Nacht, zu
erhellen die Wege der göttlichen Macht. Wir entzünden vier Kerzen im Dunkel der Nacht. Zu erhellen die Wege der göttlichen Macht. Kennen Sie das auch? Sie haben beim Arzt oder irgendeinem Amt einen Termin, pünktlich sind Sie am Ort der Verabredung und dann müssen Sie Platz nehmen und warten und warten und warten. Tja, so ist das halt im Advent. Warten und warten und warten auf den, der da kommt. Unsere erste Geschichte handelt auch von einem, der wartet und wartet. Wir sind also in guter Gesellschaft. Und vielleicht werden Sie überrascht sein, wer da zusammen mit Ihnen wartet. Sie kennen ihn. Mein Mann wird Ihnen die Geschichte jetzt vorlesen. Warten lohnt sich. Da saß der kleine Mann Mutterseelen allein auf seinem Baum und wartete. Noch war die Straße an dieser Stelle menschenleer, nur ein paar Köter stromerten auf der Suche nach Fressbaren über den staubigen Lehm. Doch bald schon sollte sich das Bild ändern. Da würde es hier vor Menschen nur so wimmeln, Gaffer würden den Weg säumen, Neugierige ein Spalier bilden und das alles, um einem einzigen Mann zu begegnen. Das alles, um ihn mit eigenen Augen zu sehen, um dessen Stimme mit eigenen Ohren zu hören und um vielleicht in einem unbeobachteten Augenblick den Zipfel seines Gewandes zu berühren. Doch noch war alles ruhig. Noch saß der kleine Mann mutterseelenallein auf seinem Baum und wartete. Bei seinen Zeitgenossen war er alles andere als beliebt. Bestenfalls geduldet wurde er in dem Städtchen, dessen Zugang er kontrollierte, wenn er nicht wie jetzt auf einem Baum saß. Wollte jemand hinein, da ließ er sich penibel jedes Stück Gepäck zeigen. Und wollte jemand hinaus, dann durchschnüffelte er mit der gleichen Penetranz selbst die persönlichsten Habseligkeiten. Unbarmherzig tat er, was er für recht hielt, weil er im Auftrage der verhassten Römer handelte. Gnadenlos trieb er den Zoll ein in ihrem Namen und rücksichtslos kassierte er mehr ab als im Zustand. Ja, auf seinem Gebiet war der kleine Mann ganz groß. Denn was ihm die Natur an Größe verweigert hatte, das wollte er mit Gier und Geiz wettmachen. Doch wie einsam ist ein Leben, das Liebe
bestenfalls als ferne Sehnsucht kennt und menschliche Wärme als letzte Ahnung von einem Paradies, aus dem das Herz längst vertrieben war. Jetzt tat sich etwas da unten. Jetzt kamen Leute. Jetzt wuchsen Stimmen zu Tumult. Jetzt wurde der Kleine wach. Er wusste, es war klug, auf diesen Baum zu klettern, denn unten hätte er keine Chance gehabt, weil die Großen ihn nicht mochten, weil er ihnen täglich so übel mitspielte. Unten hätten sie ihm mit Absicht den Rücken gekehrt, hätten ihn an den Rand gedrückt und hätten ihn übersehen und überhört, ganz bewusst. So hätten es die Großen dem Kleinen gezeigt und er hätte niemals gesehen, woran ihm so sehr gelegen war. Damals in Jericho war Jesus plötzlich stehen geblieben. Nun komm schon, Zachäus, runter vom Baum, beeil dich! So sprach er von unten zu dem nach oben. Unten glaubten die Leute, sie hörten nicht richtig. An ihnen war der Mann aus Nazareth mit seinen Schülern vorbeigezogen, einfach so. Und den habgierigen Gauner im Geäst, bei dem hielt er an, den nannte er sogar mit Namen. Steckte der Wanderprediger etwa mit denen unter einer Decke, für die der widerliche Halsabschneider auf dem Baum sich die Finger schmutzig machte? Nicht weniger überrascht war der Zöllner. Träumte er? Da kannte einer seinen Namen, ein Fremder. Da nannte einer seinen Namen, ohne Abscheu. Wann war ihm das zum letzten Mal passiert? Zachäus! Willst du Wurzeln schlagen da oben? Lachte Jesus. Willst du mich nicht in dein Haus einladen? Ich will dein Gast sein. Jesus redete so. Jesus, von dem die Menschen sich wahre Wunderdinge erzählten. Kranke würde er heilen und Geister vertreiben. Predigen würde er wie kein anderer. Und sogar Tote soll er aufgeweckt haben. Die Dinge dieser Welt würde er auf den Kopf stellen und damit eine Brücke schlagen zwischen Himmel und Erde, zwischen oben und unten. In jenem Moment, als dieser Jesus zu Zachäus sprach, da merkte der kleine Mann, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt, wo Gott durch seinen Sohn zu diesem Menschen sein gutes Wort sagte, war der ein anderer, war aus dem kleinen Mann ein ganz großer geworden. Damals, als er hoch im Baum auf Jesu kommen wartete, hatte Zachäus das Geheimnis des Advent entdeckt. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Man muss nur Augen und Ohren offen sowie Stift und Papier bereithalten. Ach ja, und sollten Ihnen gleich Personen begegnen, die Sie möglicherweise zu kennen meinen, keine Angst,
Sie täuschen sich nicht, denn Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind durchaus beabsichtigt. Meine Frau wird Ihnen jetzt die Geschichte Die Ratterbahn vorlesen. Und glauben Sie mir, sie weiß genau, wovon sie liest. Die Ratterbahn. Wie still es doch im Zimmer sein kann, wenn die Kinder in ihr Spiel vertieft sind, denkt Lena Klanz. Geht es sonst oft laut und durchaus auch zänkig zu zwischen ihren beiden Großen, dringt heute aus ihrer guten Stube nichts. Nur hin und wieder hört die junge Mutter nebenan ein hölzernes Geräusch oder das Quietschen von Rädern. Letzteres entsteht immer dann, wenn unter den Polstersitzen die großen Schubladen hervorgezogen werden. Und ersteres, wenn die Kinder ihre dort verstauten Bauklötze rausholen, so wie sie es jetzt gerade tun. Vorsichtig wagt Lena einen Blick durch den Türspalt und lächelt zufrieden. Tobi und Emi sitzen in breit verteilten Häufchen von Bauklötzen und Dominosteinen, die sie akkurat etwa fingerbreit voneinander auf Parkett und Teppich hinstellen. Die kleinen Ingenieure besitzen dabei eine nicht versiegende Kreativität, um selbst Fußbänke und Kartons als willkommene Geländehindernisse mit einzubeziehen. Und so wächst das neue Bauwerk allmählich schlangengleich in Kurven und Brücken, Parallelen und Windungen durch den ganzen Raum. Damit aber die Klötzchen nicht vorzeitig umfallen und sich dabei gegenseitig umreißen, denken die jungen Bauleute auch an Sicherungen. Zusätzliche Steine, die in regelmäßigen Abständen zwischen andere eingefügt und erst kurz vor dem Start wieder vorsichtig entfernt werden. Ratterbahn bauen, das weiß die Mutter, braucht Zeit. Zeit braucht auch der Marmorkuchen, den Lena Klanz vor einer Weile in den Backofen geschoben hat. Der soll morgen, am ersten Advent, bei der Kaffeetafel seinen unwiderstehlichen Duft in der Wohnung verströmen. Und vor allem eines, ihren Lieben schmecken. Nebenbei schmückt die junge Frau den frischen Kranz aus Tannenzweigen. Schon jetzt freut sie sich, dass er ebenfalls auf dem Esstisch stehen und das zarte Licht einer ersten Kerze das ganze Zimmer feierlich erhellen wird. Plötzlich steckt die Fünfjährige die Nase durch die Tür. Mama, wir bauen eine Ratterbahn, verrät Emi aufgeregt. Und wir sind fast fertig, ergänzt der große Bruder. So eine lange wie heute hatten wir noch nie. Uns fehlt bloß noch ein ganz kleines Stück bis zum Rekord. Am besten, wir nehmen die Sicherungen weg und verbauen die auch noch. Der Achtjährige ist in seinem Element. Aber ist das wirklich klug, auf die Sicherungen zu verzichten? Ein kleiner Stoß und die ganze Mühe war umsonst. Ihr wisst doch, eure kleine Schwester. Mama, die Miri schläft, belehrt sie ihr Sohn leicht vorwurfsvoll. Und bis Papa nach Hause kommt, lassen wir die Bahn einfach stehen. So lange muss Miri dann eben im Bett bleiben. Und schon sind die beiden wieder zurück an ihrem gigantischen Wohnzimmerprojekt. Keine 5 Minuten später hört Lena Klanz von oben her ein erwachendes Stimmchen. Mama, ruft es. Geduldig steigt die Mutter die Stufen nach oben.
Vorsichtig öffnet sie die Tür und sieht ihre Zweijährige mit weit geöffneten Augen in ihrem Bettchen stehen. Mama! Erwartungsvoll sind die Ärmchen der Kleinen ausgebreitet. Na, mein Schatz, ausgeschlafen? Erwidert die Mutter und nimmt die fröhliche Madame samt dem Schlafsack auf den Arm. Die Wärme dieses Menschleins und wie er sich jetzt an sie schmiegt, tut Lena Glanz gut. Einen kleinen Moment verharrt sie kuschelnd auf der Stelle und genießt die kostbare Zeit. Und dann tritt sie mit ihrer Jüngsten den Rückweg an. Ohne nachzudenken, geht sie ins Wohnzimmer. Nein, Mama, nimm die Miri weg! Wird sie von zwei entsetzten Handwerkern angeherrscht. Die macht uns bloß alles kaputt, wir wollen doch auf Papa warten. Also kehrt Lena in die Küche zurück und setzt Miri auf eine Spieldecke. Gerade will sie für die Kleine den Trinkbecher mit warmem Kakao füllen und ihr dazu noch einen kleinen Keks in die Hand drücken, dann nimmt sie im Augenwinkel eine Bewegung wahr. Miri hat die Flucht ergriffen. Tollpatschig und lustig sieht es aus, wie sie sich mit ihren Händen nach vorn bewegt und dabei den Schlafsack wie einen Schwanz wedelnd hinter sich herzieht. Kaum ist sie im Flur verschwunden, hört Lena auch schon ihre Großen aus dem Wohnzimmer Alarm schlagen. Nein, Miri, bleib weg! Doch ehe die Mutter der Kleinen hinterherrennen kann, bedeutet ihr das staccatohafte Klack, 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 dass der Papa diese Rotterbahn heute gewiss nicht mehr erleben wird. Als Lena Glanz ihrem Mann abends im Bett die Geschehnisse des Nachmittags erzählt, merkt Klaus trocken an. Das ist eben Advent. Einer kommt plötzlich und unangemeldet in dein Leben und wirft alles über den Haufen. Dann greift er nach seiner Bibel auf dem Nachttisch, blättert darin und reicht sie seiner Frau. Lies mal, sagt er, Matthäus 21. Vom Einzug in Jerusalem steht da etwas. Von der erwartungsvollen Freude der Menschen und wie Jesus im Tempel die Tische umwarf. Ebenso liest sie von dem Ärger, den Jesus sich bei jenen einhandelte, die alles so schön eingerichtet und geordnet hatten in ihrer Welt. Und für einen Moment lässt Lena diese Bilder in sich wirken, ehe sie Klaus die Bibel zurückreicht und ihm lächelnd zuflüstert, dann haben uns also vorhin drei kleine Engel den Advent angesagt. Und während Klaus die Nachttischlampe löscht, hört sie ihn im Dunkeln sagen, ja, das kann man wohl so sehen. In meiner Familie war es üblich, am Heiligen Abend das Weihnachtsevangelium vorzulesen. Das hat mein Vater übernommen. Mir als Einzelkind stand die Aufgabe zu, in jedem Jahr neu ein Weihnachtsgedicht aufzusagen. Sie glauben gar nicht, wie ich das damals geliebt habe. Mit 16 habe ich dann rebelliert und habe gesagt, jetzt ist genug. Es war genug. Aber aus jener Zeit ist mir ein Gedicht bis heute lebhaft in Erinnerung geblieben. Ein Gedicht, das für mich zu dem Schönsten gehört, was Weihnachten in der Welt hervorgebracht hat. Es stammt von Josef von Eichendorff, ist überschrieben mit Weihnacht und fängt an, Markt und Straßen stehen verlassen. Dieses wunderschöne Gedicht möchte ich Ihnen jetzt vorsingen. Thank you.
verlassen. Stille leuchtet jedes Haus, sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen stummte Spielzeug fromm geschmückt, tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, leeres Glänzen, heiliges Schauen, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Verloren, gefunden. Der Evangelist Lukas war ein Meister darin, dieses zutiefst menschliche Thema im Licht der göttlichen Wahrheit zu beleuchten. Wenn ich Ihnen als Beleg meiner These Lukas 15 nenne, dann wird mancher wissen, ach ja, Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was unsere Geschichte, die wir jetzt als dritte lesen, damit zu tun hat, hören Sie selbst. Ich habe ihr den Titel gegeben, damit nichts verloren gehe. Krieg. Aha, ja. Krieg ist wohl die schlimmste Geisel der Menschheit. Unersättlich ist seine Gier nach Leben, unübersehbar sind seine Spuren. Tod, Gewalt, Zerstörung. Da grenzt es an ein Wunder, wenn aus Trümmern plötzlich ungeahnte Schätze ans Licht kommen und der Menschheit Einblicke in verschüttete und vergessene Jahrhunderte eröffnen. Einblicke, die alte Wahrheiten neu ins Bewusstsein spülen. Von solch einem Wunder erzählt unsere Geschichte, die sich vor kurzem im syrischen Bürgerkrieg zugetragen haben könnte. Wie alles begann. Ohne Vorwarnung war ein Geschoss in das kleine Kirchlein eingeschlagen und hatte das jahrhundertealte Gotteshaus von jetzt auf gleich in einen einzigen Trümmerhaufen verwandelt. Sofort suchten die verzweifelten Anwohner nach Verschütteten. Bald machte im Dorf ein Wort die Runde: Wunder. Denn zu Schaden gekommen war kein Mensch. Und auch die Medien zogen schnell ihr Fazit: keine Toten, keine Story, sorry. So geriet, was in diesem vom Krieg gebeutelten Land als Alltag gilt, im öffentlichen Gedächtnis rasch in Vergessenheit. Fast wäre es dem zweiten Wunder ebenso gegangen. Denn von der arg verbeulten Bleischatulle, die ein Helfer unter geborstenen Steinen und zersplitterten Balken aus dem staubigen Schutt hervorgezogen hatte,
nahm in der fieberhaften Hektik niemand Notiz. Im hohen Bogen wurde der alte Strat zur Seite geschleudert. Auf den Bruchstücken einer umgestürzten Wand schlug er dumpf scheppernd auf, um dann aller Zeit enthoben den Trümmerhaufen hinunterzurutschen. Der pure Zufall wollte es, dass das arg ramponierte Behältnis knapp 2 Meter vor den Füßen eines alten Priesters zu liegen kam. Hatte der bisher fassungslos und entsetzt einer Salzsäure gleich vor den kläglichen Resten seines einstigen Kirchleins gestanden, schien er jetzt langsam aus seiner schockähnlichen Starre zu erwachen. Das arg ramponierte Metall hatte seine Aufmerksamkeit geweckt. Was war das für ein Lichtstück? Obwohl er seit vielen Jahrzehnten vor der Ikonostase seinen Dienst verrichtet hatte und genau wusste, wie viel an Dreck und Gerümpel dahinter lag, war es ihm nie aufgefallen. Zweifelsfrei stammte es aus der Kirche. Doch wozu gehörte es? Wo hatte es seinen Platz gehabt? Der Alte ging 2 Schritte vor, beugte sich und hob den unförmigen Bleiklumpen auf. Mit der rechten Hand streifte er vorsichtig den Schmutz an und fand in das Metall eingeritzt einen Fisch und einige Buchstaben. Erster war ihm bekannt als das Erkennungszeichen bereits der ersten Christen. Die Buchstaben aber waren ihm nicht vertraut, auch wenn der Geistliche bei diesem oder jenem entfernte Ähnlichkeiten zu späteren Schriften zu entdecken meinte. Wie er das Artefakt auch in seinen Händen drehte und wendete, diesen geheimnisvollen Gegenstand hatte er noch nie zuvor gesehen. Und langsam dämmerte dem frommen Mann, was ich hier in den Händen halte, müssen frühere Christen irgendwann in bösen Zeiten eingemauert haben. Und vermutlich wird es uralt sein. Weil er bei den Trümmerarbeiten ohnehin nichts ausrichten konnte, trug er seinen Fund nach Hause, legte ihn auf den Tisch, beäugte anfangs mit großem inneren Abstand den unförmigen Klumpen, um dann fast ängstlich den eingedellten Deckel abzuziehen. Der war erstaunlich, nicht verlötet. Zum Vorschein kam eine alte Lederrolle, die der fromme Mann mit spitzen Fingern aus seiner schützenden Hülle herausnesteln musste, um sogleich festzustellen, da drin ist noch mehr verborgen. Und tatsächlich kamen nach und nach Papyrusrollen zum Vorschein, die ihr hohes Alter nicht leugnen konnten. Überraschend gut war die Schrift zu erkennen, nur auch sie war dem Priester fremd. Ebenso irritiert wie neugierig wanderten die Augen des alten Mannes über die Zeilen, um plötzlich innezuhalten. Hier könnten diese Zeichen nicht Lukas heißen? Und da könnte man das Wort nicht als Theophilus lesen? Von diesem Moment an bekam die Geschichte Beine. Wenige Wochen später wurden die antiken Kostbarkeiten auf geheimen Wegen außer Landes geschafft, denn in dieser von rücksichtsloser Gewalt geplagten Region waren sie nicht sicher. Dann vergingen Wochen
und Monate der Stille. Abgeschirmt von der Außenwelt sichteten Wissenschaftler die Papyri, deren Alter man auf etwa 2000 Jahre schätzte. In mühevoller und zeitraubender Kleinarbeit wurden sie konserviert und so vor dem sicheren Verfall geschützt. Erst danach begann die eigentliche Arbeit. Wort für Wort, Zeile für Zeile, Satz für Satz wurden die alten Texte entziffert. Doch dann, ja, dann war die Sensation perfekt. Ein fehlgeleitetes Geschoss hatte mehrere antike Originaldokumente zutage gefördert. Briefe, die ein gewisser Lukas mit eigener Hand geschrieben und an seinen Herrn und Gönner Theophilus gerichtet hatte. Lukas? Ja, von jenem Lukas ist die Rede, den wir als Evangelisten kennen. Mit diesem Jahrtausendfund war eine Weltsensation perfekt. Doch leider hatten sich die beteiligten Wissenschaftler verpflichten müssen, aus politischer und diplomatischer Rücksichtnahme kein Sterbenswörtchen nach außen dringen zu lassen. Doch wie es so ist im wirklichen Leben, irgendein Mäuschen muss mal piepsen. Und so kommen Sie jetzt in den Genuss, ein wenig von dem zu hören, was es mir geflüstert hat. Aber bitte, bitte, sagen Sie es nicht weiter. Behalten Sie alles für sich. Sie wissen ja, aus politischer und diplomatischer Rücksichtnahme. Der erste Brief des Lukas an Theophilus. Lukas, meinem Herrn und Bruder Theophilus, mit dem ich verbunden bin, zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesus Christus. Gnade und Friede für dein Haus, in dem auch ich eine irdische Heimat gefunden habe. Dein Wunsch, mehr über jenen Mann zu erfahren, in dessen Dienst wir beide aus lauter Gnade stehen dürfen, hat mich zuletzt nach Nazareth geführt. Seit unser Herr über diese Erde gewandelt ist, sind viele Jahre ins Land gezogen. Etliche Brüder und Schwestern hat der Herr zu sich gerufen. Andere sind fortgezogen, um nicht von den Sandalen der Eroberer zerstampft zu werden. So sind es hier, wo er einst wandelte, nur noch wenige, die sich Geschichten von Jeschua erzählen. Und sie tun es hinter verschlossenen Türen, um der Synagoge kein Ärgernis und den Fremden keinen Anlass zur Verfolgung zu geben. Im Schauen und Warten stellte mich der Herr auf eine harte Probe, ehe er meine Schritte zu einer Schwester lenkte. Sie fasste Vertrauen zu mir und brachte mich in die Versammlung der Ältesten. Dass die unbemerkt, wie sie meinten, um mich forschten, war mir keineswegs entgangen. Und noch jetzt, wo ich ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, verhielten sie sich klug wie die Schlangen. Zugleich, wenn sie mich fragten, waren ihre Worte freundlich und in ihrem Herzen fand ich kein Falsch. Die Trübsale unter jenen, die eine fremde Zunge haben und die Nachstellungen jener, die auch zur Beschneidung gehören, haben sie vorsichtig werden lassen. Doch ungebrochen ist ihre Liebe, in der sie einander begegnen und mit der sie auch mich und meine beiden Gefährten überreich beschenkt haben. Als in mir und Barnabas und Kainan einen Bruder erkannten,
brachten sie mit uns das Brot und reichten uns den Kelch, wie es unser Herr am Abend vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern auch getan hatte. Und so wussten wir, er ist bei uns und mit uns und in uns. Ich erzähle ihnen von deinem brennenden Wunsch, alle Berichte zu hören und auf Papyrus festzuhalten, die vom Leben unseres Herrn zeugten. Von den Rollen habe ich ihnen berichtet, die du bereits gesammelt hast und die nur den einen Namen kennen, Jeschua. Und dass du mehr wissen willst aus jenen Tagen, in denen Jeschua geboren wurde und wie er lebte als Kind, mehr auch über seine Eltern. Sie brachten drei alte Geschwister, die ihn noch gesehen und gehört hatten, die von seinen Wundern Zeugnis gaben, wie von den Worten, welche aus seinem Mund kamen. Sie waren Maria begegnet und ihrem Mann Josef. Die Geschwister unseres Herrn waren ihnen gegenwärtig. Und auch von Anna, der Mutter Marias, wussten sie. Und je mehr sie eintauchten in jene Tage, als sie selbst Kinder waren, umso mehr trat das Vergessene für kostbare, unwiederbringliche Augenblicke in eine lebendige Gegenwart. Das alles habe ich getreu aufgeschrieben, Wort für Wort. Du wirst es aus dem Munde Barnabas hören, wenn dir sein Mund bald Zeugnis geben wird von unserem Tun. In drei Tagen werden Kaufleute auf dem Weg von Jerusalem nach Antiochia auch hier durch Nazareth kommen. In ihrer Mitte wird unser Bruder sicheres Geleit finden bis zu dir. Denn unter ihnen, so wissen es die Ältesten, werden Brüder sein. Und so darf Barnabas als ein Gesegneter unter Gesegneten seiner Straße ziehen und dir die Rollen bringen, die all jene Geschichten und Berichte enthalten, die ich mit eigenen Ohren gehört und mit eigener Hand niedergeschrieben habe. Kainan und ich werden uns schon morgen Richtung Jerusalem wenden, wo unser Herr einst wandelte, wollen wir dann nach seinen Spuren suchen. Und von hier wird Talmai uns begleiten. Er wird uns der Schlüssel sein zu den Brüdern und Schwestern, die in der Davidstadt auf die Ankunft unseres Herrn warten. An irdischen Gütern fällt es uns nicht. Der Segen des Himmels, der auf dir und deinem Hause ruht, strahlt bis zu uns. Gepriesen sei die Güte des Himmlischen. Möge er seine Hand über dir halten bis in alle Ewigkeit. Hilde Hache, trotz allem, was geschehen ist. Nichts soll mich mehr bedrücken.
Freude, neuen Mut, Glück, wie es nie gewesen. Jetzt weiß ich, es ist alles gut, heil bin ich und genesen, heil bin ich und genesen. Der dritte Brief des Lukas an Theophilus. Über alles, was wir bisher auf unserer Reise erlebt und erfahren hatten und welchen Menschen wir begegnet sind, habe ich dir, lieber Theophilus, meinem Bruder im Herrn, ebenso fleißig wie gewissenhaft Rechenschaft abgelegt und mit eigener Hand aufgezeichnet. Die Rollen, die dir Barnabas aus Nazareth und Jerusalem überbracht hat, legen hiervon Zeugnis ab. Auch wenn du viele Tage Reisen von uns entfernt bist, so kannst du auf diese Weise mit deinen Gedanken wie mit deinem Herzen, vor allem aber mit deinen Gebeten bei uns sein. In wenigen Tagen wird Barnabas aufbrechen mit dem vielen Neuen, was wir hier in Bethlehem über die Geburt unseres Herrn und Heilandes in Erfahrung gebracht haben. Aber glaube mir, die tiefe Kluft zwischen heute und jener Zeit zu überbrücken, von der mein Bericht handelt, war schwer. Doch der Herr hat unsere Schritte gelenkt. Er hat uns in seiner Barmherzigkeit die richtigen Türen geöffnet und uns inmitten aller Fremdheit mit jenem einen vertraut gemacht, dessen Augen Engel sahen und dessen Ohren deren Botschaft hörten. So bin ich gewiss, dass Gott selbst es so und nicht anders will, dass die gute Nachricht nicht vergessen, sondern aufgeschrieben und weitergegeben wird zum Heil und Leben der vielen, die heute sind und morgen geboren werden. Mögen ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Hier, wo der Erzvater Jakob seine Frau Rahel begraben musste, wo Ruth den Boas traf, und David die Schafe seines Vaters hütete, hier, wo nach den Verheißungen der Propheten der Messias geboren werden sollte und in der Geburt Jeschuas die Prophezeiungen sich erfüllen sollten, hier in Bethlehem begegnete uns gleich in den ersten Tagen Hohn und Spott oder Schweigen, wenn wir nach jenen fernen Zeiten fragten, die gefüllt sind mit dem einen Namen, Jeschua. Die schönsten Geschichten werden im Wein geboren, lachten die einen. Andere schüttelten den Kopf und klopften mit den Fingern an die Stirn. Wer wird Lügnern und Aufschneidern schon Glauben schenken? Damit ließen sie uns stehen. Andere hörten uns nicht einmal an. Wer will Gottes Feinden ein Dach geben, schimpften sie. Wandten sich auf der Stelle von uns ab. Sie alle hätten es wohl am liebsten gesehen, wenn wir gar nicht erst zu ihnen gekommen wären und noch lieber, wenn wir auf der Stelle kehrt gemacht hätten. Doch wir blieben und warteten ab. Wir beteten, Gott möge uns in dieser scheinbar undurchdringlichen Mauer eine Tür zeigen, so wie es zuvor auch in Nazareth und Jerusalem getan hatte. Ja, wir warteten und hofften und waren freundlich zu jedermann. Und dann geschah das Wunder. Lamech, der Wirt unserer Herberge, hat einen Sohn, dessen junge Frau ihm schon 3 Kinder geschenkt hatte. Da erkrankte das Älteste schwer. Doch mussten erst 3 Tage ins Land ziehen, ehe ich überhaupt davon erfuhr. Ich bat die Eltern, mich zu dem Kind zu lassen, um es mir anzuschauen. Und in ihrer Not ließen sie mich zu ihm. Der Leib des Mädchens war heiß und sein Gesicht glühte wie die untergehende Sonne. Alle bisherigen Bemühungen, das böse Fieber zu senken, waren vergeblich gewesen. Kein Zweifel, es war dem Tod näher als dem Leben. Das ahnten die
die verzweifelten Eltern. Und jetzt sollte sich auszahlen, dass dein Großvater Timotheus mich vor vielen Jahren einem berühmten Doktor an die Seite gegeben hatte. Ich betete und rief den Schöpfer dieser Welt um Gnade für das Kind an und um Weisheit für mich. Und der Barmherzige erhörte mein Flehen. Er zeigte mir die richtige Arznei und wirklich, das Kind wurde wieder gesund. Gelobt sei Gott. Von diesem Moment an wurde alles anders. Jetzt begegneten uns etliche der zuvor feindlich gesinnten Menschen freundlich und sie achteten uns. Ebenso mussten wir verstehen lernen, dass all ihr Höhnen und Spotten nach außen eine Mauer bildete, hinter der sie in bedrängender Zeit Schutz für sich und ihre Familien wie für die Brüder und Schwestern gesucht hatten. Doch jetzt hatte der gnädige und barmherzige Gott unsere Gebete erhört und uns eine Tür zum Herzen dieser Menschen aufgetan. Jetzt vertrauten sie uns und sie fingen an, uns die alten Geschichten zu erzählen, nach denen wir hier bislang vergeblich geforscht hatten. Auch wenn keiner von ihnen dabei war damals, sie waren ja noch nicht geboren. Sie wussten um das Geschehene, denn die Alten hatten es im Geheimen weitergegeben an die Jungen. Und die Jungen hatten es weitergereicht an die Jüngeren, Wort für Wort und Satz für Satz. So halten sie es bis zum heutigen Tag. Doch bleiben ihre Lippen Fremden gegenüber fest verschlossen. Dann kam Lamech, der Wirt, zu mir. Ohne viele Worte nahm er mich bei der Hand und führte mich zu einer kleinen, ärmlichen Hütte am Rande des Ortes. Dort deutete mir Lamech zu warten. Aufgeschreckt vom Geklepp einiger Köter, die ebenfalls noch faul dagelegen und uns müde entgegengeblinzelt hatten, trat eine junge Frau heraus und Lamech ging auf sie zu. Keine Frage, die beiden kannten sich. Sie wechselten einige Worte, die ich nicht verstand, und schauten dabei immer wieder zu mir. Dann verschwand die junge Frau und Lamech bedeutete mir erneut, mich in Geduld zu fassen. Wie viel Zeit verging, kann ich nicht sagen, doch dann kam Judith. Das ist der Name dieser jungen Frau. Sie kam erneut ins Freie und winkte Lamech, ins Innere zu treten. Ungerührt wanderte die Sonne weiter auf ihrer Bahn, bis Lamech mir ein Zeichen gab, ebenfalls zu kommen. Ich ging auf die Hütte zu, betrat den kleinen Raum und sah im Halbdunkel die Gestalt eines und schwerer Arbeit gezeichneten Kreises. Das ist Asael, sagte Lamech. Damals, in jener Nacht, nach der du suchst, war er noch ein Knabe. Aber er war dabei gewesen im Kreis der Hirten. Und er ist bereit, dir all das zu erzählen, was er damals gehört und gesehen hat. So geschah es dann auch, mein lieber Theophilus. An vielen Tagen war ich bei ihm und lauschte seinen Erzählungen. Sie hatten sich tief eingebrannt in seinen Erinnerungen, wie sie nachts draußen auf dem Feld bei ihren Ziegen, Schafen und Eseln wachten und wie es plötzlich taghell um sie wurde, weil ihnen Engel erschienen waren, die von der Geburt des Messias berichteten und wie sie dann losliefen und tatsächlich in der Karawanserei das neugeborene Kind mit seinen Eltern fanden und noch viel mehr. Und wenn er wieder und wieder von damals Bericht gab, dann brannte nicht nur sein Herz, dann erstrahlten sogar seine blinden Augen, als erblickten sie das Wunder jener Nacht, jetzt in diesem Augenblick, in dem er weitergab, was damals geschehen war. Und jenes Licht, so
so wollte uns jetzt scheinen, fiel dann auch auf uns, wenn er von jener Nacht erzählte, in der sich das Wunder ereignet hatte. Die Nacht, in der Gott Mensch wurde. Barnabas und Kainan sind meine Zeugen und auch Talmai wird in Nazareth alles getreulich weitererzählen, wenn er wieder zurück sein wird, im Kreis seiner Brüder und Schwestern. Ebenso getreu habe ich Asaels Worte für dich aufgeschrieben. Ich habe nichts weggelassen und nichts dazu getan. Barnabas wird dir den Bericht übergeben, wenn er nach langer Reise wieder dein Haus betreten kann. Ich aber werde hier noch einige Zeit in Bethlehem zubringen, denn so viele Fragen auch eine Antwort gefunden haben, so viele neue sind aus der einen Wahrheit geboren worden. Auch sie heischen nach wahrer Antwort, so werde ich weiterforschen, bis der Herr mir den Weg zurück zu dir weist. Und auch davon will ich dir Kunde geben, lieber Theophilus. Als der alte Asael seinen Bericht beschlossen hatte, murmelte er: Bruder Lukas, ich habe dir alles erzählt, was nach Gottes unerforschlichem Ratschluss, er sei gepriesen in alle Ewigkeit, meine Ohren hören und meine Augen sehen durften und was ich weiß. Ich habe dir das alles erzählt, damit nichts verloren gehe. Trage du nun Sorge dafür. Der Höchste selber hat mir gezeigt, dass sein Segen auf dir ruht. Das, Theophilus, ist das Vermächtnis des greisen Hirten an mich, deinen Knecht. Schenkt der Vater Jeschuas dann auch mir eine glückliche Heimkehr, so will ich, wie du mir aufgetragen hast, Bruder Theophilus, in deinem Hause alle Geschichten von Jeschua, der Wahrheit gemäß, in eine gute Reihenfolge bringen, damit nichts verloren gehe, wie der alte Asael es mir aufgetragen hat. Denn diese Worte sind wahr und sie sind Leben. Und im von Bethlehem viele Tagesreisen entfernten Antiochia legte Theophilus den Brief des Lukas zur Seite. Zugleich griff seine Hand nach jener Rolle, die ihm Barnabas jetzt reichte. Dann strich er den Papyrus glatt und begann neugierig wie ein Kind zu lesen, was Lukas mit eigener Hand aufgeschrieben hatte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und sie geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zu der Stadt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend bei den Hürden, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihm: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das hat zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns so gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Diese Geschichte hat im Laufe von 2 Jahrtausenden viele Menschen dazu gebracht, darüber nachzudenken, ihnen in eigenen Worten nahe zu kommen. Und einer, Dieter Fretlö, finde ich, hat das auf so eine wunderbare Weise in Worte gefasst, die ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten möchte. Er hat sein kleines Gedicht überschrieben mit »Ein Weihnachtsschmunzellied«. Aber hören Sie selbst. Wir Kinder wollten fröhlich sein und mit den Engeln singen. Sogar die Hirten stimmten ein, dreistimmig sollte es klingen. Die Freude wurde ganz, ganz groß. Im Stall, da war wer weiß was los. Daran gefallen. 2 Stunden noch vor Mitternacht begannen wir zu proben, dass Jesus Kind vom Schlaf erwacht, Kinder und Chor zu loben. Die Freude wurde ganz, ganz groß. Im Stall, da war wer weiß was los. Gott hat daran gefallen. Vierstimmig wurde der Gesang, ganz ohne des Unerwanzen. Und als ein Lämmlein untersprang, begann ein heiteres Tanzen. Die Freude wurde ganz, ganz groß. Im Stall, da war wer weiß was los. Gott hat daran gefallen. Maria gab dem Kind die Brust, sein Schmatzen und sein Stöhnen, blieb groß die Mutter, sieht, sie schmust, sie will das Kind verhöhnen. Die Freude wurde ganz, ganz groß, im Stall da war wer weiß was los. Daran gefallen. Gott hat geschmunzelt und gelacht, ihr Mücken und ihr Wanzen, sticht ihr das Kind nicht in der Nacht, ihr dürft mit Engeln tanzen. Die Freude wurde ganz, ganz groß, im Stall da war wer weiß was los. Gott fand daran gefallen.
diesem fröhlichen Ausblick auf Weihnachten verabschieden wir uns von Ihnen und von euch. Und wir hoffen, dass wir ebenso Nachdenkliches wie Ermutigendes in Ihre und eure verbleibenden Adventstage weitergeben konnten. Und Corona zum Trotz, eine große Portion an weihnachtlicher Vorfreude auf diesem Wege zu Ihnen nach Hause schicken konnten. Ihnen und euch allen wünschen wir eine von unserem Herrn und Heiland gesegnete Zeit.